Hallo Leute! Es ist ja schon 2 Wochen her, dass wir hier auf Tour sind und heute wird es passieren. Wir werden jetzt die Tour auch wieder beenden. Yes! Ohne lange sprechen, kurze Wege. Und eine Autobahn, die mich liebt. Ja, wie stellst du dir das jetzt vor, Kollege? Gut. Ein Auf und zu sehen, wie er mit Warnblinker auf einer Landstraße rauffährt. Ja. Ich hinterfrag mein Nix. So. Und das geht weiter. Unser Ziel müsste ja schon weiter sein. Oh nein. Moment mal. War gerade eben mein Zielort? Jo, warum leckst du hier so extrem? Aber ich hab... Okay, ich darf also doch nochmal in den Grafikeinstellungen schauen. Und weil ich... Da lang. Da lang. Oh, hallo Metro. Mach ich. Tu ich. Versuch ich. Das klingt doch mal interessant. Alter, wenn der jetzt abgebremst wäre. Ja, ich hab dich schon verstanden. Ich mag Straßen. Straßen sind schön. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Man blinkt nicht in den Kreisverkehr rein, man blinkt aus dem Kreisverkehr. Ich werd's. Fragen, ich hinterfrag's mal. Sehr viel hinterfragen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Natürlich.
Tatsache, da ist schon mein Zielort. Ich dachte, das wäre weiter, dann hätte ich doch von der letzten Woche einfach durchziehen können. Das schmeckt mir jetzt aber. Immer geradeaus und dann rechts ab. Du sagtest immer geradeaus und. Hier ist Kreisverkehr und du sagst immer geradeaus. Ja, sehr schön. Wehe, ich bin jetzt falsch gefahren. Wehe. Jetzt sagst du. Nimm diese Ausfahrt. Gut. Tatsache, ich hätte einfach durchheizen können. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, aber das ist auch einer der lustigsten Fälle. Lass mich rein. Danke. Die ist überhaupt jetzt so. Man ist LKW-Fahrer. Muss, man hat die hohen Lenkzeiten jetzt ein bisschen überschritten. Man muss Pause machen und dann ist es wirklich so 1 Kilometer vom Zielort entfernt. Und der fragt dich so, wo bist du? Und die schwierigste Antwort, die man einfach geben könnte, ja, mein Meister, vor deiner Haustür kannst du mit Zakaria um die Ecke kommen. Yay, erst auf der Date. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nee. Ich blink immer wieder freudestrahlend rein. Na, du musst. Danke. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Muss ich hier schon? So. Biege nach links ab. Den nächst. Jetzt. Warte, doch nie, ja, doch nie. Oh. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, gut. Das wird ein sehr schnelles Video. Nimm diese Ausfahrt. Nehme ich. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Danke. Wo zur Hölle muss ich hin? Hier lang? Warte, bin ich jetzt wieder rausgefahren? Das kann ich jetzt. Kannst du keinen erzählen, dass ich jetzt wieder rausgefahren bin aus dem Betrieb. Zum Glück kann ich hier bis mit Tempo 30 rumkriechen. Hallo, wo muss ich hin? Help me. Warte mal. Nee, so. Wait a second.
Ach, Spiel, du verachst mich doch zugrund vom Boden. So klein. Ja. Natürlich leid. Natürlich wär's. Warum denn die dritte Ausfahrt? Warum schickt er mich über die Parkplätze immer wieder hin? Wenn ich hier mein Ziel ist. Da. Gott. Dritte Ausfahrt rechts auf dem Kundenparkplatz. Ja, nee, jetzt mal. Mach's richtig. Ja, ich hab meinen Anhänger lieb. Nee, warte, das war jetzt... Ah. Oh Gott, jetzt kommt... Der nimmt mit Außenperspektive. Ich werde es irgendwann noch mal mit Spiegeln üben. Einfach eine perfekte Fahrt. So. Das war jetzt Berlin durch bis nach Ungarn. Beim nächsten Mal versuche ich, hoffen wir, dass wir einen Auftrag nach Italien kriegen. Und dann heißt es, Zielort ist ja wirklich Palermo. Palermo ist wirklich ein Ziel, wenn ich sage, ich will nach Süden. Und dann wird es wahrscheinlich hier Richtung Barcelona gehen, durch nach Lissabon als kleine Brio. Wenn wir das Ziel Italien erreicht haben, geht es durch nach Lissabon. So, die aktuelle Strecke. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bonn, Deutschland, Ungarn, Lieferung. Und wir sehen uns wieder in 7 Tagen. Macht's gut und habt eine traumhafte Zeit. Ciao, ciao.